Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reden wir heute im zweiten Teil der Klamos-Serie über das Thema Gegenangriff. Was ist beim Gegenangriff Teams zu beachten? Fast nichts. Es ist das einfachste Setup, was man fahren kann. Wichtig ist einfach nur, dass eure Champions in einer bestimmten Range zum Clan-Boss laufen und dann seid ihr schon fix. Was heißt in einer bestimmten Range und worauf wollt ihr achten? Dazu benutzen wir das Clan-Boss-Simulator-Tool. Es ist bedeutend einfacher, damit es zu zeigen, denn hier kann man alles schön simulieren und muss nicht groß im Spiel immer am Clan-Boss rumtesten. Also, wir wollen für den CB5, also den Albtraum-Boss, der einen Speed von 170 hat, wollen wir ein Gegenangriffsteam aufbauen. Jetzt erstmal gesamt gesehen, was heißt Gegenangriff? Gegenangriff heißt, wir wollen, dass der Clan-Boss in seiner Rotation AOE 1, also Gruppenangriff, der macht einen AOE-Schaden auf alle Einangriff. Dann macht er nochmal einen AOE-Schaden in der zweiten Runde, zweiter Angriff. Und der dritte ist der Stun. Und dann geht es ja von vorne los. AOE 1, AOE 2, Stun. AOE 1, AOE 2, Stun. Und wir wollen immer bei diesen zwei AOEs den Gegenangriffsbuff auf unserer Gruppe haben, damit wir dann einen Gegenangriff mit der gesamten Gruppe auslösen und somit immer, wenn der Clan-Boss uns angegriffen hat mit dem AOE, wir zurück angreifen. Dadurch schaffen wir es, 5 Angriffe auszuführen in derselben Zeit, wo der Clan-Boss 3-mal angreift. Und das erhöht unseren Damage. Wenn ihr diese Rotation nicht richtig einhaltet, dann habt ihr zum Beispiel einen Gegenangriff beim Stun-Up. Das heißt, er stunt jemanden, der kann aber nicht Gegenangriff auslösen, weil er gestunt wird und ihr verliert komplett eine Runde den Gegenangriff. Deshalb wichtig, Gegenangriff muss getimed werden. Bei dem Albtraum-Boss, Achtung, braucht ihr einen Speed von 171 bis ca. 185. Das ist so die Range, wo ihr arbeiten könnt. Und das Allerwichtigste bei dieser Range ist, euer Gegenangriffs-Champ muss der langsamste sein. Denn sonst verliert ihr euren Gegenangriff zu früh. Warum? Das zeige ich euch jetzt hier. Ihr seht, ich habe jetzt hier einfach ein Team aufgebaut. Altan 181 Speed, Bet-El 182, Rasin 194, Krela 179 und Gegenangriffs-Champ 173. Dann sieht man auf der rechten Seite, genau bevor der Clan-Boss sein AOE macht, gibt unser Gegenangriffs-Champ 2 Runden Gegenangriff. Das heißt, wir haben jetzt für die AOE 1 Gegenangriff ab und für den AOE 2. Was passiert, wenn er jetzt irgendwo mittendrin wäre und schon hätte Rasin, sieht man hier unten, kein Gegenangriff mehr ab. Und wenn wir ihn am allerschnellsten machen, dann haben wir nur eine Runde den Gegenangriff und in der zweiten gar keinen mehr. Deshalb ist es wichtig, dass euer Gegenangriff-Champs oder eure Gegenangriff-Champs, je nachdem welchen ihr verwendet, sei es Schädelschmetterer, Martyr oder Valkyrie, egal wer, sollte immer als letztes dran sein. Dann ist es im Gegenangriff immer super, wenn ihr einen Champion habt, der den Stun blocken kann oder den Stun entfernen. Bei mir in dem Fall nutze ich jetzt einen Debuff Remover und zwar Bad L. Ihr seht, den habe ich als schnellstes dran, damit er immer direkt nach dem Stun, das seht ihr in Runde 3, den A2 macht. Denn der A2 vom Bad L, die A2 vom Bad L entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten und vergift auf den Gegner und heilt uns. Das ist super. Und das ist der Grund, warum er mitläuft in diesem Setup. Wenn ihr interessiert seid an einem Setup, was ohne Bad L laufen soll, zum Beispiel mit einem Debuff-Blocker, sprich, dass ein Debuff-Block gesetzt wird, empfehle ich euch die Folge 1 des Clan-Boss Guides, denn dort gehen wir auf Wächterin der Gruft ein oder Wächter der Gruft, die einen Debuff-Block auf 4 Runden hat, der wird dort benutzt. In diesem Setup möchte ich aber die 1-zu-1 Rotation zeigen. Alles ist standardmäßig auf den Clan-Boss abgetimed. Warum läuft hier Krela mit? Ihr seht, ich habe jetzt extra keinen Draco mitgenommen, wie immer. Ich habe einen Bad L mit. Der macht aber nur 2 Gift-Stacks. Also der macht die Leiste auf keinen Fall voll. Die Idee ist, ich möchte euch zeigen, wenn ihr Rasin habt und ihr gebt ihm ein Gift-Set und dann Krela mit dazu. Krela, also einmal, dass ihr 5 Runden, also 5 mal angreift, davon sind mindestens 3 oder 4 Angriffe mit der A1, habt ihr also oft die Chance, Gift zu applyen durch das Gift-Set. Und dann löst Krela nochmal einen Gruppenangriff aus und auch das kann nochmal Gift applyen. Dadurch macht Rasin sehr, sehr viel Schaden. Reicht es, um an einen Draco ranzukommen? Natürlich nicht, aber es hilft. Aus dem Grund testen wir das einfach mal, gucken, was passiert. Was sollte in dem Gegenangriff Team oder in allen speedgetunten Teams ist es wichtig, ganz wichtig. Ich sehe es halt immer wieder. Wenn wir reingehen in ein Team, dann darf
Ihr seht jetzt schön, steigert die Heilung, ist alles okay. Hier, steigert, nichts passiert, ja, was nicht drin sein darf, bietet eine Chance, das Rundenmeter zu füllen. Bietet eine Chance, das Rundenmeter zu füllen. Bietet eine Chance, eine Abklingzeit zurückzusetzen. All das, was eure Rotation kaputt macht, oder hier links, bietet eine Chance, die Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit. All das würde dazu führen, dass eure Champs am Clan-Boss wahnsinnig aus der Rotation laufen. Wenn euer Gegenangriff-Champ einen Cooldown-Reset kriegt, um 30% die Chance ist ja die Möglichkeit, dann macht er den eine Runde zu früh. Und eure ganze Rotation wäre kaputt. Deshalb ist es wichtig, ihr solltet immer nicht Speed- oder nicht Rundenmeter verändernde Masteries nehmen. Die Standard-Mastery beim Clan-Boss, da gibt es eigentlich eine Standard-Mastery, die sich inzwischen durchgesetzt hat, ist diese jetzt zum Beispiel für Razin. Hier seht ihr die Abklingzeit, das ist der Champ, der es kann. Und da er den A2 nicht macht, ganz wichtig, nicht macht, wenn Defense Decrease und Schwäche schon auf dem Boss ist. Das ist eine Ausnahme. Wenn wir, wen nehmen wir denn mal noch, wen haben wir noch für unseren Gegenangriff-Champ? Wo ist Valkyrie? Da. Die eine Valkyrie, die Valkyrie wollen wir haben, die Clan-Boss-Valkyrie sozusagen. Da seht ihr, kein Abklingzeit und kein Rundenmeter, sondern das ist die Standardvariante beim Clan-Boss. Ihr wollt hier so wirklich Defense-Negierung haben und wollt alles mitnehmen, was geht, um lange durchzuhalten und keinen Rundenmeter-Increase zu bekommen. Das gilt für jeden Champ. Das gilt für Martyr, ihr seht schon, Martyr und Valkyrie, wenn ich die jetzt hin und her switche, ist exakt dieselben Masteries. Wenn ich auf Schädelschmetterer gehe, wenn ich ihn jetzt gerade habe, dann seht ihr, da ändert sich nur ein einziger Wert hier unten, weil wir hier den Gegenangriff nicht haben. Ansonsten bleibt auch alles beim Alten. Wir wollen keinen Rundenmeter haben, wir wollen keinen verändernden irgendwas, was irgendwas das Rundenmeter oder Cooldown verändert. So, dann gehen wir mal an den Clan-Boss ran und werden unser Team, was wir jetzt hier im RSL-Bar nochmal sehen können. Moment, das war jetzt natürlich gerade falsch. Wir wollen ja zum Clan-Boss. Wir gehen auf den Albtraum-Boss. Und wir haben wie in unserem Setup gewählt. Ich mache den Clan-Boss dann gleich weg. Wir haben Razin. Wir wollen Bad L mitnehmen. Wir wollen Krela mitnehmen. Wir wollen. Sollen wir gucken, welche Valkyrie das ist? Das ist genau die falsche. Nimmt man immer zuerst. Und wir nehmen Altan als Lead mit. Ein sehr guter Lead. Ich empfehle generell für den CB5, CB6 einen Defense Increase Lead, also sprich einen Defense steigernden Leader zu nehmen. So, wir haben jetzt unser Team, das sieht genauso aus wie auf unserem CB-Simulator. Wir sehen es, Altan ist Lead, Bad L, Razin, Krela und Gegenangriff Champs. In dem Fall Valkyrie, dann switchen wir hier mal um und schreiben hier Valkyrie hin. So, ich stelle euch das Fall natürlich wieder in den Videobeschreibungen zur Verfügung. Wir nennen das dann CB5, CB6 Gegenangriff Standard. So, das schicke ich euch dann zu oder könnt ihr euch dann runterladen. Bevor wir jetzt starten, möchte ich natürlich noch zeigen, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die genau das gleiche Comp ohne Speed zu verändern, am CB6 zu spielen. Das heißt, wir gehen auf Ultra-Albtraum. Dann sieht man aber schon, der Clan-Boss fängt hier viel zu früh an und wir hätten ja eigentlich die falschen Buffs ab. Das ist kein Problem, sondern wir delayen jetzt einfach das Ganze um 2 Runden. Also Bad L um 2. Dann Razin brauchen wir, können wir mal das andere lassen. Wir machen nur die wichtigsten, die anderen. So, und dann seht ihr schon, der gleiche Speed und wir haben wieder Gegenangriff bei allen bis zum Ende an der richtigen Stelle ab. Und Bad L seine A2 macht nach dem Stun ausgeführt. Ihr seht. Dasselbe Speed-Setup, das heißt, es ist ein Setup, was ihr an beiden Clan-Bosses fahren könnt. Das ist doch nice. Nur ein bisschen die Rotation verändern. Ich save auch das ab, das heißt, ein bisschen Cooldown anpassen und schon speichern wir das als CB6 ab. Punkt. Thema erledigt. Das heißt, einfacher geht es doch nicht, ein Team aufzubauen. Das ist das Schöne am Gegenangriffsteam, wenn man es im Standard macht. Wir machen die ganzen Setups zurück und werden jetzt unsere Rotation genauso fahren, wie sie hier drin abgebildet ist. Wichtig ist natürlich immer nur, es geht um den reinen, um die drei Champs. Bad L, Altan und Valkyrie. Der Rest, den lassen wir einfach laufen, wie er ist, sondern es geht nur um die Rotation an sich vom Gegenangriffsteam. So, dann starten wir mal unseren Fight. Und ich versuche dann nebenbei ein bisschen zu erzählen, worauf zu achten ist. Also,
Wir haben Bett L, seht ihr ja als erstes mit seiner A2 stehen. Also wir machen die A2, wupp. Dann haben wir Alter mit seiner A2, er Defense Increase macht. So, wir haben Krela, die soll uns erstmal den Crit Damage Steigerer geben. Dann haben wir Rasin, der soll debuffen. Defense Decrease und Schwäche. Und jetzt kommt Gegenangriff drauf auf den Gegner. Und ihr seht, der Klamos greift an. Und wir haben alle die Möglichkeiten Gegenangriff. Es wird überall Gegenangriff ausgelöst und wir haben noch zwei Stacks ab. Seht ihr das? Denn jetzt kommt unsere Runde dran. So, jetzt sind wir dran. Wir haben jetzt schon in der Runde 1 1,3 Millionen Schaden gemacht. Das heißt, durch den Gegenangriff sind wir bei mehr als einer Million pro Runde gelandet. Wir machen weiter Auto. Es wird angegriffen. Altan geht drauf. Krela wird jetzt den Gruppenangriff auslösen. Wunderbar. Und wir haben Rasin. Er hat schon zwei Gift-Stacks applied. Seht ihr das Gift-Set? Und wir haben jetzt den zweiten AOE und immer noch haben alle ein Stack ab. Und genau darum geht es. Das war der zweite AOE und wir haben wieder einen Gegenangriff mit der gesamten Gruppe. Wir sind jetzt schon bei 3,5 Millionen in zwei Runden. So, dann lassen wir den Kampf jetzt hier mal laufen und schauen mal, was der Test mit Rasin und seinem Gift-Set, was das bringt. Ja, ob wir da ein bisschen Pressure rauskriegen. Jetzt kommt der Stun und Achtung, jetzt kommt es Ben Elke dran. Und er würde jetzt die A2 im Automodus machen und zack, ist der Stun weg. Speedtuning. Wichtig beim Clan-Boss, der Unterschied zwischen einem speedgetunten Team und einem nicht speedgetunten Team ist enorm. Was hier natürlich fehlt, ist, Rasin müsste direkt nach Bad L drankommen, damit er den Defense Increase und Schwäche direkt drauf macht, damit alle Verbündeten danach in dem erhöhten Damage hauen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, ansonsten kann man das vernachlässigen. Und ihr seht, Rasin macht mit seiner A1, also wenn er einen Defense Increase ab hat und wenn er alles oben hat an Buffs, ja, das 100, also 100k macht er ohne Defense Increase, mit Defense Increase macht er 150k. 150k plus, dass er die Möglichkeit hat auf Gift. Wenn ihr das Ganze jetzt in einem Wildset macht, könnt ihr natürlich viel machen. Das ist, ihr seht, das waren jetzt plus 75k, weil es ist gar kein Buff. Kein Defense Increase, Increase auf uns oder ein Defense Increase und Schwäche auf den Gegner. Wir gucken erstmal, wie das jetzt aussieht, wenn es gleich sich ändert. Lassen Trader einmal angreifen. Dann lassen wir Rasin die Debuff setzen. 133k mit dem Skript. Ihr seht, 133k ohne Wildset. Mit einem Giftset, ja. So, 105k macht. Und jetzt Achtung, Gegenangriff wurde ausgelöst mit 50k pro Hit. Wir haben jetzt keine Crit-Quote drauf. Es haben übrigens, das zeige ich euch das Equip nachher noch. Also, das Equip gehen wir nochmal durch. 152k von Altan. Altan ist ein wahnsinnig guter Damage-Leader. Er ist voll auf Damage ausgelegt. So, jetzt kommt Rasim wieder. 158k. So. Dann, bupp. So, jetzt sind wir wieder bei dem Stun gleich. Achtung. Jetzt haben wir 100% Crit-Quote drauf. Wenn man das Ganze speedtunen möchte, würde man Krela schneller machen. Und zwar auf 224 und 225 Speed, um den Gruppenangriff bzw. die Crit-Quote immer oben zu haben. So, jetzt kommt der Gruppenangriff. Rasin greift mit an und applied einen Gift-Stack. Den Debuff drauf, 132k. Und jetzt lassen wir das mal laufen. Also 104k gegen Angriff. Rasin macht dreimal, boah, bei sehen 347k, fast 150k mit seiner 1 durch den Gegenangriff. Ja, also nicht mal ein Ding, sondern wirklich reiner Gegenangriff. Achtung, Gegenangriff 70, 64. Das waren fast drei, sagen wir mal, dreimal 70k, fast 200k mit der A1. 200. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr das richtig anstellt und ihn auf Wildset baut, macht er 200 bis 250k locker am Clanboss. CW5. Ganz wichtig. Wir spielen hier CW5. Wir sehen jetzt natürlich schon, wir haben jetzt rechts in 12 Runden 15 Millionen. Also wir sind dem Clanboss voraus. Das heißt, halten wir 40 Runden durch, schaffen wir locker One Key. Ich würde sagen, ich springe jetzt zum Ende, weil die Rotation ist jetzt immer das gleiche. Das ändert sich nicht mehr. Und wir lassen es laufen und schauen mal, was Rasin gemacht hat, also als Test 1 und als Test 2 schauen wir mal, was uns Gegenangriff allgemein gebracht hat. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und da schauen wir mal, wir sind jetzt Runde 34, haben den One Key natürlich überschritten. Und man sieht jetzt aber, dass
Das Team, das Setup läuft bis zum Ende sauber durch, aber es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial an sich an dem Setup. Und zwar fängt es damit an, dass wir Altan wirklich als Vorletzten dran haben müssten, damit der Defense Increase nicht vorher verschwindet eine Runde. Und wir hätten Rasin mit direkt nach Bett L machen sollen, damit der Debuff immer ab ist. So, unser Leader wird jetzt gleich irgendwann, genau, da ist er weg. Der wird jetzt gesagt gleich sterben. Jetzt ist unser Attack Increase weg. Das heißt, unser Team wird jetzt relativ schnell den Bach runtergehen. Aber wir haben jetzt hier 45, wir haben 37 Runden durchgehalten. Das ist jetzt das Ende sozusagen, kann man sagen. Dann schauen wir mal, was Rasin gemacht hat. So, zack, das Team mit 46 Minuten gestorben. Ist jetzt nicht wirklich gut, denke ich, aber es reicht. Und man sieht bei Rasin 12,5 Millionen mit dem Gift-Set. So, wir haben dann Alter mit knapp 10, 6,3 durch Bad L, 8,2. Also relativ gut verteilt das Team gemacht. Ich werde jetzt nochmal schauen, ob wir eventuell dasselbe Setup nochmal laufen lassen, nur dass wir das Timing so ändern, dass alles perfekt ab ist. Und dann gucken wir, ob es dann besser geworden ist. Also ich ändere es noch schnell um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich habe jetzt noch folgendes Scanner. Man sieht jetzt hier links im Simulator, ich habe Altan auf 177 Speed gemacht und Rasin auf 178 Speed, sodass die Reihenfolge eine bessere ist. Und wir sehen jetzt rechts Bad L, Krela, Rasin. Das heißt, Krela kann auch einen Crit-Quotensteiger und einen Angriffssteiger geben. Und dann wäre Rasin dran. Der macht die Debuffs auf den Boss und dann kommt Altan, macht frisch als Vorletztes den Defense Increase drauf und dann kommt Valkyrie dran und wir haben den Defense Increase länger ab. Jetzt probieren wir das gleiche Setup nochmal wie eben und dann schauen wir mal, was wir dann haben. Wir machen jetzt einfach einen zweiten Key drauf. Für euch machen wir doch alles. Gleiche Team, gleiches Setup. Drücken Start, machen den Anfang wieder mal manuell. Ich blende den Klammer oder gleich noch aus. So, den machen wir weg. Wir kennen die Rotation. Also machen wir die A2 mit Krela, die A3. Das war ein Crit-Quotensteiger haben. Wir machen die Debuffs auf den Boss. Und wir machen die A2. Und wir machen den Gegenangriff und lassen Auto laufen. Und schauen uns jetzt noch die ersten beiden Runden an, wie die ganzen Buffs ab sind. Wunderbar. Rasin hat schon mal einen Giftstack applied und wieder gut Damage gemacht. Und dann würde ich sagen, da das so schön gerade läuft, skippen wir zum Ende. Und dann schauen wir mal, was der Damage-Unterschied. Also bis gleich. So, wir sind wieder da. So, wieder ein typisches Wort, wenn ich anfange. Wir haben jetzt hier 32 Runden und wir sehen jetzt, diesmal ist Rasin am erstes am Struggeln und nicht unser Altan. Das heißt, der Verlauf des Kampfes ist jetzt ein bisschen anders, da wir die Buffs komplett abhaben, aber Rasin als erstes den großen Debuff verliert. Jupp. Das heißt, unseren Defense Increase. Da können wir mal schauen, dass es jetzt in dem Fall sogar schlecht ist, dass wir unseren Damage Dealer zu früh verlieren. Aber das größere Problem ist hier Krela. Und zwar Krela macht auf. Gibt immer Schild und überschreibt, so wie wir nur noch zwei Stacks von Valkyrie im Schild haben, überschreibt sie den Stack bei Altan und damit hat Altan dann für den Stun relativ wenig Schild. Also können wir jetzt ja mal gucken, wir halten jetzt hier alle relativ gut durch. Alles easy und jetzt kommt Krela dran und zack hat Altan nur noch das kleine Schild. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Ist nicht so gut für den Stun. Aber wir haben jetzt unseren Wert überschritten, den wir eben hatten. Also wir sind jetzt schon weiter als beim Damage eben. In dem Fall würden wir Rasin einfach noch ein kleines Stück versetzen, dass er auf jeden Fall einen Defense Increase ab hat und vielleicht Krela als erstes verliert, weil Krela kann als erstes raus aus der Runde. So, wir sehen jetzt aber, wir haben jetzt schon 46 Millionen geknackt. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall besser als die Runde davor, weil die Timings der Buff-Uptime besser ist. Das heißt, Defense Increase ist länger ab. Und wenn mir jetzt mich jemand fragt, wie ich das Team optimieren würde, würde ich tatsächlich Rasin weiter so lassen, weil er macht gut Schaden. Aber ich würde einen Verbündetenschutz-Champion mitnehmen, der anstatt Krela spielt. Ja, weil Krela hier derjenige ist, der zwar einen Gruppenangriff auslöst und den Damage erhöht, aber Rasin halt schon 5 Runden vor Ende abstirbt. Und die Frage ist, lohnt sich das? Oder
Man baut Rasen komplett auf Schaden, also richtig auf Wildzeit etc. und guckt, wie viel man rausholen kann. Wir sind jetzt hier, wir sind schon bei 48 Millionen. Also der Unterschied ist signifikant durch nur Änderung von zwei Champions im Speed. Schaut euch bitte im Video jetzt nochmal genau an, wer es jetzt noch nicht ganz gesehen hat, was ich geändert habe, wie genau es abgelaufen ist. Denn der Unterschied ist sehr, sehr groß. Ja, das macht sich wirklich, das ist enorm. So, jetzt wird es natürlich Geschichte sein, weil jetzt haben wir keinen Defense Increase mehr ab. Jetzt wird uns der Pressure relativ schnell töten. Vor allen Dingen, wenn jetzt kein Attack Decrease mehr ab ist. Aber wir hatten eben in der vorigen Runde 45,89 Millionen und haben jetzt 49,8 Millionen. Also fast 5 Millionen mehr Schaden und Rasin hat 0,6 mehr Schaden. Altern hat 11 Millionen, weil er viel länger gelebt hat. Krele hat 10. Also ihr seht, der Unterschied ist signifikant für die kleine Änderung von den Buff-Uptimes. Deswegen ist wichtig, prüft es mit dem Zivilisator. Ich kann euch das Tool nur empfehlen. Ladet ihn euch runter. Ich verlinke ihn euch nochmal in der Videobeschreibung. Und damit sollte dann alles erledigt sein. Ich zeige euch jetzt noch das einzelne Setup der einzelnen Champs, was ich gemacht habe. Also wir haben unseren Leader Altan. Der hat gespielt bei mir mit 3800 Defense, 177 Speed, kein 100% Crit-Quote, weil die holen wir uns durch Krela, durch die Crit-Chance, die sie uns gibt, die 30%. Dann haben wir Rasin mit 178 Speed, 4-2 Defense, 216 Crit-Quote, auch keine 100% Crit-Quote, sondern eben nur 76, weil Krela uns den Rest gibt. Wir haben Krela selber, 179 Speed, 100% Crit-Quote. Bräuchten wir bei ihr rein theoretisch dann auch nicht. Logischerweise, weil sie auch Crit-Quote gibt. Ihren Damage könnten wir noch enorm steigern. Aber auch das funktioniert. Dann haben wir unseren Gegenangriff-Champ, Valkyrie. Sie gibt das Schild. Die Defense mit 7000 ist extrem. Ich weiß, 172 Speed, auch keine 100% Crit-Quote, profitiert natürlich auch dann davon. Sie reicht aber auch mit 5000. Also selbst mit, also diese hier, das ist meine andere Variante, auch die, da wäre der Damage jetzt 1 oder 2 Millionen weniger. Also das ist auch okay, ja. Also ihr braucht da keine 7000 Defense. Das Schöne ist natürlich, sie skaliert mit, das Schild von ihr skaliert sehr gut damit. So, dann müssten wir alle Champs haben, oder? Wenn ich jetzt mich nicht getäuscht habe. 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, das waren sie. Okay, dann soll es bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, dass mit euch das klar ist, wie das Gegenangriff-Team funktioniert und worauf zu achten ist. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Kritiken, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und vor allen Dingen, hat euch das geholfen? Ist euch jetzt das klar oder fehlt euch noch eine Info? All das würde ich gerne wissen. Lasst es mich wissen. Also, wir sehen uns im nächsten Stream oder im Video. Bis dann, euer Farftop. Ciao, ciao.